So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, The Witcher Card Game Gwent wieder. So. Und ja. Viel erzählen, nur eins. Kartenfässer bei Neue und zwar 7. Da öffnen wir noch eins. Stufe 10 bin ich jetzt mittlerweile. Von daher. Wenn das fast hier geplatzt ist. Oh, die sind cool. Das habe ich aber schon. Den auch. Nicht so. Fortfahren. Jetzt mehr! Ich glaube, den habe ich schon. Dich habe ich auch schon. Also, das habe ich nicht. Okay, dann nehme ich schon dich. Okay. Gut. Weiteres Fass öffnen natürlich. Ja. Achtung. Ja, da war zwei. Ah, zwei. Auch schon. Und Hammer. War schon dreimal. Mehr davon kann man nicht im Deckhand. Zweimal Philippa. Kann ich aber nicht zweimal haben. Die ist halt sogar noch transmutiert. Aber Leo Bruhart ist halt einer aus den Romanen. Der ist halt cool. Was heißt ja cool? Der ist eigentlich so unheimlich. Ein Arschloch und alles mögliche. Und ein Sadist auch ein bisschen. Und ein leichter Nekrophile. Aber ansonsten ist halt eine Figur aus dem Roman und einer der besten Kämpfer eigentlich. Der ist halt so gut wie ein Hexer meistens. Oder wie die meisten Hexer. Hat auch schon 4 oder so, glaube ich, umgenietet. Eventuelle Einladung für AG-Aran in der Höhe der Basisstärke in der Einladung. Ja, ist halt dasselbe wie der hier, nur in grün. Aber der ist halt transmutiert, das ist natürlich ein Vorteil. Ah, oh Gott. Ja, es ist halt mit Meteoritenstaub und ist halt cooler. Bronze aus dem Deck. Und da halt irgendeine Einheit. Auf deiner Hand. Achso. Eine Einheit auf deiner Hand. Gut, da ist der schon fast besser. Der Lukas. Ups, Entschuldigung. Das Problem ist, hier habe ich halt nur Bronze-Einheiten. Die sind ja teilweise auch nicht so schlecht. Ich glaube, Tridamantfütter ist mit 8. Das ist ganz gut. Oder Kachan Kreiz sind ja viele. Krieger da. Die haben sogar mehr als 10 teilweise. Er war halt aus dem Deck und da sitzt er halt. Ne? Ich glaube, ich nehme tatsächlich eher Leo Bonhart tatsächlich. Ach komm, ich würde es bereuen. Wir hatten schon so viel Skellige in dem Fass. Weiteres Fass öffnen. Yep. Ah, Zoll. Was machst du denn? Ja, hab ich doch schon. Ufi. Haben wir auch schon 3? Ja, hab ich auch schon. Hab ich nicht. Jetzt mehr! Brennen! Ohne Minarita, Lanatier. Gut. Brenn ist schon wieder einer aus den Büchern und Margarita Loh und Till kennen wir aus den Büchern und aus den Spielen. Warte mal, aber Brenn ist echt nützlicher. Ja, ich glaube, ich nehme Brenn. Yep. Weil ich meine, wenn ich... Kreuz hat schon wieder Kampfspielgifte. Nee, also ist du ein Hammer auch schon. Hab ich auch schon. Ich glaube schon. Schon Königinnenwache, da können wir mehrere davon haben. Imperabrigade. Nehmen wir mal die. Yep. Hammer. Schön. Hammer. Hammer auch. So schön Hammer. Oh Gott, das fällt. Hammer nicht. Entsetzlicher Strei generiere einen Bären. Ja, nicht so schlecht. Also ein Bär ist schon mal echt gut. Damit ich halt eine eigene zerstören kann, kann ich eine mit einer Stärke sowas zerstören. Falls eine da ist, tatsächlich. Falls nicht, habe ich ein Problem.
Du löst einen Todeswunsch aus. Aber was ist ein Habchen? Die mag ich nicht. Komm, ich nehme Bär. Achtung, Ohren zu halten. Hammer. Hammer nicht. Hammer nicht. Die ist nett. Doppelzahnwürfel sage ich gleich auch. Neckerkrieger. Achso. Unten in meinem Deck, das hilft mir jetzt eigentlich nicht so viel weiter. Ich muss hier halt das ganze Deck hochhauen, das ist irgendwie blöd. Ich brauche ja auch. Ja, gut, ich spiele nicht so oft mit Monstern tatsächlich. Obwohl, das ist halt nützlich, wenn ich zum Beispiel einen Neckar ausspiele, dann habe ich halt zwei Neckar mehr. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Hammer. 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 Na toll. Ja, das kann jetzt dauern. Wir sehen uns.